Yo, guys, willkommen zurück zu einer weiteren neuen Folge von Mario Kart Tour. Ja, ich habe beschlossen, doch das Ganze zu Let's Play. und als allererstes möchte ich heute, ihr seht schon, Pauline ist direkt am Start. Und wir können für 45 Diamanten 10-mal zünden oder für 5 Diamanten 1-mal zünden. Ich möchte versuchen, heute Pauline zu bekommen. Vielleicht kriegen wir es hin. Vielleicht auch nicht. Ich bin gespannt. Wer weiß. Und? Komm schon. Nein, was? Yoshi Turbo. Sprungturbo plus Sprungturbos beschleunigen dich noch länger und du hältst mehr Punkte dafür. Okay. Wollen wir es nochmal probieren? Ich denke, am Ende probieren wir es nochmal. Ja. Wir probieren es gegen Ende nochmal. Kann ich das jetzt hier auswählen? Okay, das muss ich anscheinend beim Rennen machen. Ja, wir haben nach wie vor keine Ahnung von dem Spiel. Aber heute möchte ich die Mario-Piste nochmal machen und den 5. Stern holen. Und ihr seht bereits, ich habe einen neuen Charakter. Den haben wir ja beim letzten Mal bekommen. Und das Ganze möchte ich heute auch mit dem neuen Kart machen und den Gleiter. Das ist unsere Auswahl und jetzt bin ich gespannt. Hoffentlich verkacken wir diesmal nicht. Im letzten Part war es ja nicht gerade geil. Aber wer weiß. Ich hoffe, ich krieg das mit den Driften hin. Das ist echt... ja... strange. Ich habe auch nicht viel gespielt. Also das Einzige, was ich gespielt habe, ist das, was ihr gesehen habt. Habe ich jetzt den Turbo-Start ernsthaft verpasst? Ich weiß immer noch nicht, wie man driftet. Ach so, genau, es gibt auch neue Informationen. Du blöde Kuh, gehst mal weg hier. Und zwar... gibt es ja den 200er. Ihr habt ja gesehen, es gibt den 200er. Und das war jetzt dumm. Aber er ist trotzdem ausgerutscht, der Toad. Aha, voll Idiot. Alter. Und zwar hat man die Möglichkeit, es gibt ja den 100er Hubraum, den 200er Hubraum und also es gibt den 100er, den 150er und den 50er. Das kann man alles freischalten. Allerdings gibt es da noch den 200er Hubraum. Und den, meine Freunde... oh, das war nice. Und das war wieder kacke. Komm. Erster Platz gemacht. Komm, das muss reichen. Und dann gibt es halt noch den 200er Hubraum. Aber den muss man sich kaufen. Ja, tatsächlich muss man den kaufen. Ich zeige euch das gleich mal. Komm. Das sind jetzt alle 5 Sterne. Na? Euer Rekord, ja, ist mir schon klar. Yes! Alle 5 Sterne! Woo! Gibt nochmal Bosenlos-Coins, das ist cool. Ich zeig euch das mal. Kann man das sehen, wie man wechseln kann? Ich nehme mal kurz Bowser. Das Ding und das Ding. Ja, hier. Ihr seht hier bereits 150er Hubraum kann man später freischalten. Und das hier muss man mit dem Goldpass erwerben. Und der Goldpass kann ich euch auch zeigen. Geht zurück, 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 zurück. Kann man tatsächlich hier kaufen. Für 6 Euro. Ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt kein großer Fan davon. Vielleicht wird es nochmal was geändert, aber gut.
Da wollen wir das noch machen? Ja, komm, machen wir den Turbostart. Bei 2 müssen wir loslassen. Okay. Das sind keine 3 Sterne, oder? Wirklich? Cool. Ja, wer hätte damit gerechnet? Ich werde aber mal wieder die Einstellungen umändern, weil mir gefällt das mit dem Pfeil nicht und ja, ist ja auch für euch ganz doof. Ist das jetzt das mit dem Pfeil? Ich mach mal wieder das hier ein bisschen leiser. Das ist eigentlich schon leise genug, da hört ihr wahrscheinlich vom Spiel nichts. Ich habe auch dieses Übersteuern jetzt ein bisschen weggemacht, indem ich mein Mikro ein Stück weiter weggemacht habe und nicht so laut rede. Aber okay, gucken wir uns heute den DK Cup an. Und ja, das Ganze machen wir heute mal mit Baby Mario, das alles und den neuen Kart und zack. Mal sehen, wie unfair es diesmal wird. Ich möchte auch versuchen, in jedem Part ein Cup voll zu vervollständigen ab heute. Hoffentlich funktioniert's. Ich bin gespannt. Aber ich glaube sehr weniger. Okay, wir kriegen Bonuspunkte, weil wir eine Kombination haben. Okay, ich habe den Turbostart hingekriegt, da endlich. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Drift war scheiße. Der Drift war scheiße und natürlich kommt dieser verfickte Bowser mit seiner Scheiß Bowser-Panzer und was war das denn? Ja, der Dino-Dschungel, bekannt aus Mario Kart 7 für den Nintendo 3DS. Kann man da überhaupt runterfliegen? In der 3DS-Version konnte man runterfliegen, aber ich bezweifle, dass man hier runterfliegen kann. Ja. Ich habe jemanden getroffen, das ist gut. Ja, bekannt aus dem 3DS-Titel Mario Kart 3DS. War eine ganz coole Strecke, aber ja, sonst war es auch nicht besonders. Ach so, und es gibt neue Informationen, und zwar man bekommt durch Kombination Punkte, zum Beispiel Driften oder sowas zum Beispiel oder Stunts ausführen, dann bekommt man Punkte. Das habe ich jetzt auch alles erst im Nachhinein herausgefunden. Aber ich stelle mich ziemlich kacke an. Treffe ich? Oh, shit. Ich habe das Gefühl, dass dieser Bowser-Panzer wie die Blue Shell funktioniert und ich bin Erster. Wow, mal was für ein seltenes Bild. Und schon bin ich wieder Dritter. Irgendwie wird das heute nichts mehr. Ich muss ein paar Punkte machen, merke ich gerade. Ich habe viel zu wenig Punkte und ich habe nur 1500 Punkte. Ja, gut. Als ob. Jetzt falle ich nicht ernsthaft auf den Sechsten zurück. Nur weil ich Vollidiot so einen Fehler gemacht habe. Ich versuche aber trotzdem ein paar Punkte zu kriegen. Wird nur ein bisschen schwer. Noch auf den ersten zu kommen, wird es erst recht schwer. Aber das Ziel des Spiels ist es, nicht auf den ersten zu kommen. Tatsächlich. Man muss nicht straight auf den ersten kommen, um irgendwie einen Goldpokal zu bekommen oder sonst irgendwas. Man muss einfach nur so Punktelimit erfüllen, um alle 5 Sterne zu machen. Also es gibt keinen Goldpokal, es gibt Sterne hier. Und das muss man machen. Aber ich glaube, man muss zwingend auf dem ersten Platz sein, um alle 5 zu kriegen. Also muss man theoretisch doch auf dem ersten Platz sein, um eine gute Punktzahl zu bekommen. Ihr seht,
Aber man kann auch auf dem vierten alle 5 Sterne bekommen. Super, mein Ziel ist es ja immer, alle 5 Sterne zu bekommen. Klar, wir bekommen weniger Bonuspunkte, je niedriger wir sind, aber ich wollte gerade sagen. Ja, und dann steht da immer komplett. Ich versuche das natürlich immer zu erreichen. Wird nur ein bisschen schwierig. Und Toads Piste, und wisst ihr was? Ich wechsle da jetzt mal den Charakter, weil Toad bekommt da Bonus. Und ich mache weiter mit dem Yoshi Card. Toad bekommt Bonus auf seiner eigenen Strecke. Müsste, glaube ich, auch bekannt aus Mario Kart. Ja, 3DS Toads Piste, das ist Mario Kart 7. So sieht sie aus. Ich zeige das Intro jetzt am besten immer mal. Habe ich in den ersten Strecken vergessen, tut mir leid, aber gut. Wir brauchen 2000 Punkte, irgendwie sowas. Und kriegen direkt zum Start. Turbo Start haben wir auch super hingekriegt. Kriegen wir auch nochmal Punkte. Also es läuft tatsächlich viel besser als im ersten Part. Und Toad bekommt ja seine Bonus. Sein Bonus ist ja, dass er 3 Items bekommen kann. Das nimmt zwar natürlich aus. Ich habe nur... War das jetzt ein Fehler? Ich glaube nicht. Also ich habe zumindest Daisy getroffen. Und mit... Was? Okay. Mein Green Shell... Okay, das war ein Fehler. Mein Green Shell hat tatsächlich noch Baby Mario getroffen. Was ist denn hier los? Party? Oh yo, Party! Party out! Krass. Cool. Oh, guckt euch mal die Punkte an. Ich hasse diese Daisy. Ich hasse sie. Ich frag mich, wie das im 150er Hubraum wird. Ich find's halt ein bisschen doof, dass man Geld bezahlen muss für einen 200er Hubraum, aber gut, okay. Nintendo möchte auch Geld haben. So ist Nintendo. Kann man jetzt sehen, wie man will. Ich sehe es ein bisschen anders als andere. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte man braucht. Aber ich glaube, wir haben viel zu wenig Punkte. Oder? Wir haben 2000 Punkte. Komm. Das muss für 5 Sterne reichen. Wir kriegen dann noch den Siegerbonus. War ich wirklich so gut? Krass, wir haben 4000 Punkte gemacht. Guckt euch mal an. Krass, ey. Ja gut, wir haben auch gute Cards gehabt und einen guten Charakter gehabt. Hat schon alles gepasst? Tatsächlich, man brauchte nur 2800 Punkte für alle. Ja, nein, läuft perfekt. So kann es gerne weitergehen. Und wir kriegen Gebirgsfahrt. Wollen wir da jetzt schon... DK und Yoshi bekommen Bonus. Wollen wir jetzt schon mal schauen? Ja, komm, wir machen jetzt schon mal. Komm. Und? Komm, gib mir Pauline. Es ist möglich, zu 1% Pauline zu bekommen. Und wir bekommen Cooperflitzer. Diese Schande. Ich weiß nicht, wie man Diamanten bekommt, aber ich glaube durch das Beenden aller Strecken. Und habe ich gesehen, am Anfang kam mir so eine Tagesbelohnungsnachricht. Ich weiß nicht, ob man das verfügbar, ob das man jetzt noch sehen kann. Ich glaube, hier unter Geschenke konnte man das sehen. Nicht? Ne? Oh, okay. Ja, ihr seht hier auch unten, wo schon bald verfügbar steht, da steht Mehrspieler. Es gibt einen Mehrspieler-Mode. Alle, die das Spiel besitzen, können online gegeneinander spielen. Aber wir können es nicht. Ich setze jetzt mal Koopa Kart mit Baby Mario und nochmal einen Gleiter ein. Und dann gucken wir mal, ob wir die 2250 Punkte hinkriegen. Ich bezweifle es sehr, weil ich bin nicht gerade gut mit Baby Mario. Jetzt bin ich auch nicht in einem richtigen, sage ich jetzt mal, in einem... Handheld oder... Ne?
Am Smartphone ist das ja noch mal ein bisschen anders. Aber wer weiß? Solange ich den Turbo-Start gut ausnutze. Boah, jetzt wäre ich da fast runtergeflogen. Die drängen mich. Die wollen mich wirklich dahin drängen, ne? Man kann nicht runterfliegen? Offensichtlich nicht. Das ist ja lame. Das macht das Spiel ein bisschen schlechter. Von den herkömmlichen Mario Karts. Dass man da nicht runterfliegen kann. Soll ich es mal ausprobieren? Man kann es ja mal ausprobieren. Ja, was ist denn heute los? Sag mal, jetzt fliege ich ja auch noch runter. Diese Strecke ist auch bekannt aus Mario Kart 7. Kommen heute nur Mario Kart 7 Strecken, Alter? Das macht mir ein bisschen Angst. DK ist doch ein Charakter aus. Wann wurde der eingeführt? Den gab es eigentlich ab Mario Kart 2, ne? Also ab Mario Kart. Nicht dieses Bockschwere für den SNES, sondern den Nachfolger. Ich glaube, da gab es den. In SNES-Titel gab es nur Donkey Kong Junior, was nicht Donkey Kong ist. Oder nee, ich glaube, in 64 wurde der eingeführt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann ja noch mal schauen. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ey, ich hasse diese Leute, ne? Die immer einen vordrängeln wollen. Was hat die denn da für ein Kletter? Lol. Was war jetzt los? Was? Ich bin auf dem achten. Wegen des scheiß Blitzes. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ich verkacke diese Strecke. Ich versuche aber noch ein paar Punkte zu kriegen. Hoffentlich funktioniert's. Ich stelle mich ziemlich schlecht an. Aber ich könnte noch. Ja, mit dem Kugelwilli. Komm. Nein. Oder? Los, los. Komm, 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 komm. Lasst euch treffen. Komm. Lasst euch treffen. Bitte. Please. Please. Früher konnte man hier auch abkürzen. Ich hoffe, dass noch ein Patch kommt, denn was mir negativ auffällt, ist, es gibt nur zwei Runden pro Strecke. Finde ich ein bisschen doof. Man sollte wirklich, früher war es immer so, dass man 3 bis 7 Runden hatte bei bestimmten Strecken, aber oh, wir haben es gerade so heftig. Ja, das fällt mir sehr ziemlich negativ auf, dass es leider nur 3 Strecken gibt. Und jetzt kommt Tore-Tingelei. Ich befürchte, es schlimm ist. Und das ist tatsächlich immer eine Bonusmission. Durchfahre 5 Tore mit DK. Das wird ein Spaß. Oh, krass. Diesmal läuft's. Durchfahre 5 Tore und ich befürchte das Schlimmste. DK sieht hier irgendwie komisch aus. Habe ich so den Eindruck. So richtig pixelig. Ich fahre 5 Tore. Fertig. Man kann sogar mehr. Es wird nicht direkt abgebrochen. Man kann auch ein paar überspringen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, aber man kann die relativ leicht treffen. Also es ist nicht so schwer, dass man diese Tore nicht treffen kann. Okay. Ach, die werden immer kleiner. Oh, komm. 22 Tore, obwohl wir nur 5 Zieltore haben. Das ist wieder positiv, dass es Bonusmissionen gibt, die sich auch unterscheiden. Ich meine. Digga, was? 25 Tore für alle 3 Sterne. Oh mein Gott. Okay, Leute, Cup abgeschlossen. Du kannst Rennen jederzeit wiederholen und versuchen, deine eigenen Rekorde zu schlagen. Nein, möchte ich aber nicht. Ich würde jetzt gerne einen anderen Charakter freischalten, aber wisst ihr was? Wir machen jetzt nochmal mit DK.
Ich will den letzten Stern haben. Ich will ein Part beenden und... Ne? Sag aber nicht, dass es alle Tore sind. Alle 25 Tore. Ich glaube, das sind keine 25 Tore. Oder? Bitte sag das nicht. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. Man kann auch nicht zurückfahren, ne? Nur so nebenbei, aber es läuft. Ja. Ja, da bleibt auch noch hängen. Ich habe das Gefühl, es sind wirklich alle Tore. Also 25 Tore sind es insgesamt, mit Sicherheit. Ja, es sind 25 Tore. Nee, es sind sogar 27. Wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Denn ein Tor fehlt uns. Okay, gar nicht mal so einfach. Weil er irgendwie seltsam driftet. Vielleicht sollte man das ohne Drift probieren. Ich probiere es jetzt nochmal ohne Drift. Vielleicht funktioniert es ja. Ich hoffe es. Ich habe aber ein bisschen Angst. Ich mache auch jetzt keinen Turbostart, weil ich habe gemerkt, ohne Turbostart lässt sich tatsächlich leichter steuern. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir jetzt hier Stunden brauchen werden. Hoffe ich nicht. Ich will den Pilz nicht einsetzen. Oh mein Gott. Es ist ganz schön krass hier. Aber es reicht schon wieder nicht, oder? Doch, es reicht. Es sind tatsächlich 27 Tore, denn wir haben jetzt zwei Tore nicht erwischt. Krass. Mir reicht das. Ich will meinen Rekord nicht noch weiter verbessern. Aber wir haben auch hier alle drei Punkte, haben natürlich keine Coins eingesammelt. Ja, gut. Wollen wir jetzt noch letzten Endes die letzte Röhre machen? Ja. Komm jetzt aber, Pauline. Los, komm. Nein, Baby Peach. Luftblase schwebe ganz entspannt vor dich hin, aber warte dich auf den großen Knall. Ist das das aus dem ersten Part? Das war doch Baby Daisy, oder? Die mich da überholt hat. Mit ihrer blöden Blase da. Irgendein Charakter hat mich mit der Blase erwischt. Es geht ab. Ah ja, und es gibt auch einen Release-Zeitraum. Man kann Pauline anscheinend besser bekommen. Die Chance wurde erhöht, zumindest für jetzt. Wir haben 182 Coins und für Knochentrocken brauchen wir 800. Was ist das eigentlich? Go-Kart. Mit Windschatten Plus, okay. Und das ist der Standard-Gleiter. Haben wir den nicht schon? Den haben wir doch schon, oder? Spezialausstattung. Den haben wir doch schon. Ich bin mir sicher, dass wir den schon haben. Oder? Warte mal. Halt. Doch, das ist der. Ja. Warum wird der nochmal angeboten? Kann man etwa Zeug verkaufen? Nee, glaube ich nicht. Ja gut, dann würde ich sagen, ist die heutige Folge beendet. Und ich denke, wir sehen uns morgen wieder mit dem Yoshi Cup. Also, liken, kommentieren und teilen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, euer Ryan.